So, ich dachte mir, dass ich mal wieder die Grille zeigen will, weil einfach dieser Panzer ein sehr kurioses Ding ist und dementsprechend meines Erachtens mehr als würdig ist, noch ein zweites Mal innerhalb von kürzerer Zeit, also innerhalb von einem Monat, zu sehen. Ja, weil einfach, ich persönlich muss sagen, ich glaube, ich finde den einfach sogar wirklich besser als den Waffenträger auf EN-100. Das mag jetzt vielleicht für manche ebenso erscheinen. Manche denken sich nur, was hat der denn geraucht? Aber ich finde das Ding wirklich cool und ich freue mich auch, den immer wieder zu zeigen, weil einfach man hat so ein agiles Gerät damit und das ist eben das Besondere und das macht ihn auch irgendwo aus. Und dementsprechend bin ich da gespannt, was macht er denn jetzt? Ach ja, im Himmel gucken. Was ist denn da so los? So, der T-54, den schafft er nicht. Dann hier da drüben auf die. Nee, kommt auch nicht drauf. Natürlich die Map erstmal prädestiniert zum Snipen mit dem Panzer. Da braucht man, glaube ich, nicht drüber sprechen, dass wenn ein Panzer ein Sniper ist, dann definitiv der, man sieht es ja auch allein schon auch am langen Rohr, der T-10 ist jetzt nicht unbedingt der Sniper-Panzer. Aber gut, jeder soll so spielen, wie er erstmal auch Spaß am Spiel hat. Weil nach wie vor, auch wenn ich selber dazu tendiere, ab und an mal das eine oder andere kritische Wort zu sagen, aber das ist ein Spiel und das muss Spaß machen und 858 Damage, das ist Spaß in Reinform. Man hat, er aimt einfach so gigantisch schnell zu, das ist halt wirklich toll und ich hoffe, dass dieser Panzer so bleibt und nicht großartig die Nerfkeule bekommt. So, da ist er wieder. Und selbst da, obwohl man gar nicht so viel von dem Panzer sieht, auch wieder schnelles zusammen, einem schneller Schuss und da kommt dann der Schaden einfach perfekt im Ziel an, so wie es sein soll. Oh ja, T-54. Auch der bekommt dann einen netten Gruß des Hauses. Er muss natürlich immer aufpassen, weil wenn er offen ist, das Ding ist einfach papierdünn, also wahrscheinlich selbst Papier würde mir aufhalten. Da darf man sich in keinster Weise irgendwo drauf verlassen, dass man schon nicht angeschossen wird, weil die Grille ist so ein Panzer, den will man einfach anschießen. So, jetzt legt er sich da ein bisschen um, nachdem er die ersten 2200 Schaden gemacht hat, denkt er sich, gut, da drüben geht auch noch einiges. Dann gucke ich doch da mal hin. Der T10, da und zack, aimt er zusammen. Und auch da. Schöner Hit. So, was ist da mit dem T10? Ja, auch da. Das ist halt, also, man kann sagen, was man will, aber hier von einem Panzer zu sprechen, der nicht gut ist, der versteht meines Erachtens das Spiel einfach nicht. Weil so schnell die Flanken zu wechseln, so eine tolle Kanone zu haben, da darf man auch gerne mal auf ein bisschen Panzerung verzichten. So, der M103 hat ihn hier erwischt, aber da zum Ausgleich kriegt er das Munitionslager weggeschossen. Wäre zwar so oder so egal gewesen, aber ja, Schaden tut's ja auch nicht, wenn es mal raus ist. Badgett fährt da vorne durch, macht da also jetzt auf, macht den T10 und auch der ist weg. Heidio. Weg mit dir. Ja, der E3 ist gar nicht so leicht zu durchbrechen, aber oben könnte man durchkommen, aber wie gesagt, natürlich ein schwieriger Schuss auf die Distanz, ohne Frage. Er probiert es nochmal aus Ermangelung besserer Alternativen. Na, wieder nicht. Leider, leider. So, und jetzt wieder mal die Geschwindigkeit auspacken. Und ab auf den Gegner drauf. Vielleicht nicht unbedingt so ganz gerade. Ja, jetzt kommt er unten schön auf die Frontplatte. Und da, auch da, der Waffenträger, der gegnerische, hat ihn da Gott sei Dank nur das Geschütz rausgenommen. Sonst aber keinen Schaden gemacht.
Das lässt er jetzt auch. Wow. Ja, auch nicht schlechter Hit. Das lässt er jetzt erstmal so. Ja, da liegt da noch der Turm im Weg, aber auch kein Problem. Der Skoda. Und selbst für eine Kanone, die kaputt ist, ist das Ding immer noch super gut. So, der T-30, der hat da ein bisschen zu weit geguckt. Jetzt ist auch wieder das Geschütz repariert. Da ist der Hit auf dem E5. Da kommt der T-54. Nachgeladen hat er jetzt noch nicht, aber gleich. Das heißt, man kann schon mal luren. Ah, sehr schade. Den hätte er auch ruhig mitnehmen können. Einfach mal ein klitzekleines Hittchen. Und dann wäre er eh schon weg gewesen. Jetzt Action X. Auch der bekommt da sein Fett weg. Da jetzt wieder der T-54. Auf den muss man einfach immer noch so einen kleinen Blick haben, weil sonst nimmt er einem auch aus dem Spiel und das ist ja dann doch eher unschön. Na, jetzt komm. Nein! Ah, schade, so ein Abpraller. Schön wäre es gewesen, hätte es geklappt mit ihm. Ah, und nochmal. Also jetzt müsst ihr die ins Ziel bekommen. Die wären wichtig für die Kills und auch natürlich, um sich selber da leichter zu machen. Aber jetzt, Gott sei Dank, durch. So, jetzt Objekt 140 und auch der T-54, der hat es aber schon den Braten gerochen und hat sich da direkt zurückgezogen. Ah, jetzt hat er lediglich noch 200 Hitpoints. Vielleicht sogar jetzt hier mal die Stellung wechseln, weil mit dem Panzer kann man das. Das heißt, versuchen schnell sich hier mal rauszufahren. Natürlich hat er den Vorteil, dass der Gegner auch weiß, okay, wenn der jetzt kommt und mich hier da rausnehmen will aus dem Spiel, dann macht er das mit seiner Kanone. So, jetzt auf den Centurion da den Hit. Der hat Gott sei Dank verschossen, sonst wäre das jetzt finito für ihn gewesen. Und jetzt ist er da raus und damit ist ein Problem erstmal weniger. So, jetzt hat er sich hier eine etwas erhöhte Position ausgesucht. Man kann ja mit der Gunnypression auch gut mit dem Panzer arbeiten. Und da ist eine andere Grille. Schade, jetzt hätte man natürlich gerne eine HE-Granate geladen. Aber in dem Fall hat er sie nicht und bleibt auch erstmal bei der klassischen AP-Munition. Ist auch sinnvoll, weil natürlich, es gibt ja auch noch einen Jagdpanzer. Wobei die beiden, der Waffenträger und die Grille, sind beide gut mit HE zu beschießen. So, erstmal nichts zu sehen. Er tut aber auch gut daran, jetzt von hinten zu snipen, weil es ist definitiv ein Sniper-Panzer. Und tut auch gut daran, seine Scouts da arbeiten zu lassen und sich dann auf die dicken Brummer zu konzentrieren, wie hier jetzt den Jagdpanzer zum Beispiel. Und auch da den schönen Hit. Und wir sind über 10.000 Schaden. Er ist nicht mal aufgegangen dabei. Waffenträger hat jetzt den M103 da rausgenommen.
Und nochmal den Hit auf den Jagdpanzer. So, jetzt ist er offen. Aber der hat ihn verschossen. Und da hat er hier mit HE das Ganze finishen wollen. Hat nicht ganz geklappt, aber die Badget hat er ihr Übriges dazu getan, um dass es dann doch funktioniert. Es ist schon erstaunlich, er hat 11.000 Schaden und erst 2 Kills. Also man kann hier definitiv nicht von Abstauber reden. So, und hier, man sieht einfach mal wieder die Agilität von diesem Panzer, die so unglaublich toll ist. Und da ist die Grille gespottet gewesen. Jetzt nur noch die Frage, wo ist der Waffenträger? Last but not least natürlich. Aber hier Badget, AMX sind natürlich so schnell, die sollten den schon sehr bald finden. Da ist er. So, und kriegt er noch den Kill? Ja, er kriegt ihn noch. Endlich der dritte Kill bei über 11.000 Schaden. Mehr als verdient, war eine geile Runde und man sieht, was in der Grille drinsteckt und was für ein wahnsinniges Potenzial dieser Panzer mit sich bringt. Also, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich wünsche euch weiterhin viel Spaß bei World of Tanks. Über einen Kommentar und ein Abo würde ich mich freuen, sofern nicht geschehen. Ansonsten Daumen hoch, bis bald, euer Alcaramba. Entschuldigung.